in Hossbach geboren. Spaltete Martin Hossbach als erster Mensch ein Atom. '22 baute Martin Hossbach die Autobahn. '23 erfand Martin Hossbach das Bier. Holte Martin Hossbach Gold im Einerbob bei den Olympischen Spielen. 1925 gründete Martin Hossbach die Band Isolation Berlin. 1926 überfiel Martin Hossbach eine Bank, wurde aber niemals dafür belangt. 1827 drehte Martin Hossbach die Ernährungspyramide um. Verdammt, wo ist es? Moment. 1928 legte Martin Hossbach den Nahostkonflikt bei. 1648 rief Martin Hossbach den Westfälischen Frieden aus. 1949 schenkte Martin Hossbach der 50-Pfennig-Frau eine eigene Eiche. 1952 gestaltete Martin Hossbach die erste ökumenische Sonnenfinsternis. 1958 erfand Martin Hossbach die Fleischwurst im Ring. 1960 erfand Martin Hossbach die Fleischwurst mit Knoblauch. 1961 wurde Martin Hossbach zum Ehrenbürger der Stadt Byzanz ernannt. 1962 stolperte Martin Hossbach über eine sehr seltene Erde. 1966 entsandte Martin Hossbach Franz Josef Strauß nach China. 1969 organisierte Martin Hossbach eine Handvoll Kupferlinge für eine Rotte zechwütiger Matrosen. 1970 strich Martin Hossbach das Jahr 1970. 1971 änderte Martin Hossbach seinen Namen in Papa. 1972 ermächtigte Martin Hossbach Dr. Helmut Kohl zu dessen politischer Laufbahn.
die Erfindung einer Zeitmaschine. Erreichte Martin Hosbach als erster Süddeutscher den magnetischen Nordpol. Überquerte Martin Hosbach mit einem aus Zahnstochern gebauten mechanischen Elefanten die Vogesen. '79 saß Martin Hosbach laut kreischend auf dem Brandenburger Tor. Erzählte Martin Hosbach einem gewissen Bill Gates betrunken von seinen Plänen zur Entwicklung eines preiswerten Heimcomputers. 1981 machte Martin Hosbach von einem überdimensionierten Krapfen. Was? Nochmal! 1981 machte Martin Hosbach einen überdimensionierten Krapfen aus Salzteig. Aß ihn aber vor dem Eintreffen der Kommission des Guinness Book of Records alleine auf. 1982 vergrämte Martin Hosbach die gesamte Population wildlebender Wachteln aus seiner Nachbarschaft durch sein primitives Instrument Hosbachophon. 1991 kuratierte Martin Hosbach eine viel beachtete Dinosaurierausstellung im Bremer Überseemuseum. 1992 schoss Martin Hosbach mit einem Spatz auf eine Kanone. 1993 verwechselte Martin Hosbach seinen rechten Schuh. 1994 erfand Martin Hosbach die Los Wochos. 1995 innervierte Martin Hosbach aufgrund von noch höherer Pedanz den Atomphysiker Thomas Maringer. 1996 entwickelte Martin Hosbach den Skateboard-Trick Mr. Coconut. 1997 schaffte Martin Hosbach es als erster Mensch, Wolf Biermann während einer Diskussion nicht zu Wort kommen zu lassen.
1928 wurde Martin Hosbach nicht vom Bus abgeholt. Seit 1999 ernährt sich Martin Hosbach ausschließlich von Erdnüssen, die ihm ein dressierter Zwergelefant anreicht. Martin Hosbach seinen Namen zurück in Martin Hosbach. ...2001 moderierte Martin Hosbach zum ersten Mal die Talkshow I'm Martin Hosbach, Who the Fuck Are You?, die 10 Jahre lang erfolgreich im Raum Baden-Baden ausgestrahlt wurde. Kreuzte Martin Hosbach die Gene von Wolha, Mammut und Axolotl und verkaufte das Ergebnis an den Bastei Verlag. 2002, oh scheiße, ich bin verkehrt, 2003. 2003 starb Martin Hosbach beinahe bei einem Unfall mit einer primitiven Virtual Reality Brille. Heute habe ich keinen Bock, den Martin Hosbach in den 80er Jahren geschrieben hatte, dank einer Werbekampagne des amerikanischen Automobilherstellers General Motors in den US Top 40. 2005 fand die Schauspielkarriere von Martin Hosbach ein jähes Ende, als aufflog, dass er sich in jedem seiner erfolgreichen Kinofilme hat dubeln lassen und nie selber vor der Kamera stand. Gewann Martin Hosbach einen alten Weihnachtsbaum auf dem Ostermarkt. 2007 schrieb Martin Hosbach seine erste Autobiografie namens Martin Hosbach, Wer legt den Boss flach? Und verdiente Milliarden, insbesondere mit dem Verkauf der Filmrechte an Konstantin Film. 2008 wurde Martin Hosbach nackt und bewusstlos an der Küste der Kykladeninseln Andros angeschwemmt und konnte sich, Zitat, auch nicht erklären, was da passiert ist. 2009 gewann Martin Hosbach die World Series of Poker in Las Vegas, verlor allerdings im Anschluss das gesamte Preisgeld von 13 Millionen Dollar an einen betrügerischen Hütchenspieler. 2010 holte Martin Hosbach die Fachhochschulreife an der Volkshochschule Pirmasens nach und begann sein Studium der Altbau- und Standsetzung an der Hochschule Wismar.